Der erste Part war ja ein bisschen länger, den hier machen wir heute mal nicht ganz so lang wie den ersten. Meine lieben Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Underground 2. Ich freue mich sehr, dass ihr Bock habt. Wir machen auf jeden Fall weiter und wir haben ein Auto, wir haben 1500, wir haben Rennen auf der Karte. Also das sind die besten Bedingungen, um hier einen spaßigen Part zu haben heute. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben auf der Karte jetzt 4 Rennen, die wir fahren können. Rundkurs, Track, Drift und Sprint, also alle verschiedenen Modi am Start. Und wir könnten aber natürlich uns auch auf die Suche machen, vielleicht nach einem Teile-Shop, ja? Bodyteile oder so. Jetzt müsste ich aber nochmal, ich weiß nicht genau, wo die sind. Wir können natürlich entweder einfach losfahren und hoffen, dass wir was finden. Oder aber natürlich, wir fahren nach den Schildern, die es gibt. Das kann man auch machen, ne? Also es gibt ja hier diese Straßenschilder und da hinten zum Beispiel. Jetzt suchen wir eins. Na gut, da ist jetzt ausgerechnet keins drauf. Wir suchen, glaube ich, eins mit einem blauen, ne, nicht blau, sondern grün. Grün suchen wir, glaube ich, ne? Für Bodyteile. Also hier haben wir blau und gelb, das ist aber nicht richtig, wir suchen grün. Na gut, wir fahren einfach mal ein bisschen durch die Gegend und vielleicht finden wir ja einen Teile-Shop. Ich habe das nicht mehr, ich weiß das nämlich nicht mehr aus dem Kopf, wo welche sind. Es gibt bestimmt einige von euch, die das alles noch auswendig wissen, aber ich persönlich weiß es nicht. Deswegen einfach ein bisschen fahren und gucken, vielleicht finden wir was. So, da ist zum Beispiel jetzt grün in diese Richtung, also fahren wir einfach mal, ja gut. Fahren wir nicht in das zu, alles klar. Falls ihr euch jetzt wundert, was redet der Walle da? Moment, falls ihr Underground damals nicht gespielt habt, Underground 2, und euch wundert, was redet der Walle da? Rechts das Straßenschild, dann haben wir gelb und blau und so weiter, und das zeigt uns die Richtung an für die verschiedenen Tuning-Shops. Also Richtung City Center ist angeblich einer. Ansonsten mache ich mir gleich mal auf dem Handy kurz die Karte auf. Ich habe da gar kein Problem mit, das nachzugucken. Ich finde, das ist nicht irgendwie schlimm, sowas mal eben zu googeln. So, hier liegt auf jeden Fall noch ein bisschen Cash, das nehmen wir schon mal mit. Wunderbar, dankeschön, gerne, gerne. Dann haben wir hier einen roten Shop zumindest, das ist Lack und Dekor, wenn ich mich richtig erinnere. Den können wir ja zumindest schon mal mitnehmen. Willkommen in Bayview, Lack und Dekor Shop. Okay, da können wir zumindest schon mal die Farbe ändern. Hey, die Leute haben langweilige Kisten satt. Also zeig ihnen, dass du dir nicht Papas Kutsche ausgeliehen hast und verbessere Optik und Style. Ja, wir haben uns nicht Papas Kutsche ausgeliehen, genau. Hier gibt's Vinyls, Decals und Lack. Die Kunst ist, aus deinem Wagen etwas Besonderes zu machen. Das gelingt dir bestimmt mit einer neuen Lackierung. So, wir können zum Beispiel die Grundfarbe ändern. Das wäre mal meine erste Option, was ich gerne machen würde. Was für eine Farbe hätten wir denn gerne auf unserem Nissan? Haben wir ja jetzt die komplette Farbpalette zur Auswahl hier. Was fände ich denn mal schön? Also orange finde ich ganz nett. So ein schwarz oder grau finde ich ganz nett. Das ist natürlich sehr simpel, sage ich mal. Das blau finde ich, glaube ich, ganz cool. Machen wir das einfach mal. Das gefällt mir ganz gut. So, Grundfarbe. Man könnte jetzt auch, wenn man will, den Spoiler und so, aber das haben wir ja noch gar nicht. Da haben wir noch keine Spezialteile. Also ändern wir einfach nur die Hauptfarbe. Gibt's schon Vinyls? Vinyls sind die zweite Haut für deinen Lack. Also rauf damit. Oh, wir könnten schon Flammenvinyls drauf machen. Ja, geil. 2004, willkommen. Eieiei. Strapazierung der Geschmacksnerven, sage ich mal, ne? Das ist schon hart, aber es kann man natürlich trotzdem machen. Das hier ist auf jeden Fall geil. Um die Reifen rum. Warte mal, können wir denn eigentlich die Farbe auch ändern hier? Ja, ne? Genau, Vinylfarbe auswählen können wir auch. Pass auf, dann machen wir aber jetzt richtig 2004 natürlich. Wenn man mal so sieht, was die KI-Gegner sonst so für Autos fahren und wie die getuned sind, da müssen wir uns für gar nichts schämen in diesem Spiel. So, machen wir das mal hinten rot. Jetzt können wir noch die nächste Farbe auswählen. Könnte man jetzt schwarz machen zum Beispiel. Achso, habe ich jetzt noch gar nicht so. Schwarz machen. Und die dritte Farbe ist dann für vorne. Das könnte man dann auch wieder rot machen. Das ist natürlich alles... Na gut, warum nicht, ne? Warum nicht? Man könnte jetzt sogar noch mehrere Schichten machen. So, möchten wir erwerben? Jawohl. Habe ich jetzt, glaube ich, zu viel für bezahlt. Ich glaube, wir haben jetzt... Wie viel haben wir ausgegeben? Zu viel wahrscheinlich, aber ist egal. Oh yes. Heiße Vinyls. Und damit haben wir jetzt hier diesen roten Lack- und Dekor-Shop auch auf der Karte markiert. Das heißt, wir können jetzt hier, wenn wir sehen, da können wir jetzt immerhin wieder zurück. Ja, aber das ist halt eigentlich nicht der, den ich wollte. Wobei, die Farbe finde ich schon ganz nice. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall mal ein anderes Design drauf. Aber wir wollten eigentlich nicht rot, sondern wir wollten grün. Das heißt, wir fahren noch ein bisschen weiter und suchen noch ein bisschen. Wie gesagt, notfalls gucke ich nach, aber wir finden es ja vielleicht auch so. Wer weiß. Und nebenbei können wir natürlich auch noch Geld finden und solche Sachen. Also es lohnt sich sowieso... ein bisschen in der Natur, in der freien Welt herumzufahren. Da geht hier. Wenn man davon spricht, da ist noch ein bisschen Cash in die Tasche. Wer sagt denn Nein dazu, ha? Wer sagt denn Nein zum Geld? Ich nicht. Da ist noch mehr Geld. Och, Leute. Heute ist aber, also das Geld liegt hier auf der Straße. Ich sag's euch. Es liegt hier auf der Straße. Ihr müsst nur noch zugreifen.
So, hier ist wieder grün ausgeschildert, aber das war letztens schon mal. Ich bin ja schon grünen Schildern hinterhergefahren und die haben uns nirgendwo hingeführt. Ich bin am Ende dann doch nicht bei einem Shop rausgekommen, sondern woanders. Okay, grün zeigt jetzt nach rechts. Wir fahren einfach mal rechts, mal gucken. Warte mal. Ist das ein Shop hier? Achso, das ist der rote, bei dem ich gerade eben war. Ja, super. Einmal im Kreis gefahren, jetzt bin ich wieder angekommen. Oh, hier ist so eine Tafel, so eine Info-Ding. Apropos, wir müssten mal da eben reingucken. Wartet mal. Wie kann ich mein Kurznachrichten-Ding öffnen? Ich weiß es nicht. T. Nee, T auch nicht. T ist die Karriere-Gesamtstatistik. Ach so. Z, U, mit Tab. Ah, mit Tab, da hätte ich als erstes drauf kommen können. Na gut. Also, wir haben eine ganze Menge hier Texte. Die Frage ist, was davon ist wichtig? Das sind alles hier so, wie man die Minikarte bedient. Und lass mich in Ruhe, Mann. Meine Güte. Megalopards, nicht alle Tuning, ne? Lohnt sich ein Besuch immer. Teile und Pakete sind dir günstiger als in einer normalen Tuning-Shops. Gute Teile zum besten Preis gibt es immer bei Megalopards. Ja, schön und gut. Einer der Tuning-Shops befindet sich in El Norte. Such nach einem blauen Licht vor der Einfahrt zum Parkplatz. Aha. Das ist schon mal ein Hinweis auf jeden Fall. Halte die Augen nach dem Karosserie-Shop in Beacon Hills East offen. Er steckt hinter dem Coffee-Shop. Ja, Moment, aber das weiß ich. Ja, Moment, das kann ich mir ja jetzt nicht merken. Warte mal. Also, ich schreibe mir das mal eben auf. Aber das ist eben das, was man vom Spiel geliefert kriegt, diese Informationen. Und damit soll man es dann selber finden. Kann man, denke ich, auch. Insofern werden wir einfach diese Informationen nehmen und hoffen, dass wir es damit finden. Der Lack- und Dekorshop von Beacon Hills East befindet sich direkt nördlich der Brücke. Das ist jetzt schön. Jetzt haben wir so einen ungefähren Hinweis, wo wir hin müssen. Aber das bringt mir noch nicht so viel. Na gut, also man muss nach solchen Licht, so wie hier, so ein grünes Licht. Warte mal. Ach so, das ist wahrscheinlich sogar schon so ein... Ach, ja gut. Oh, hier gibt es sogar noch Kohle. Ja, wenn man zum Tuner fährt und kein Geld hat, dann kriegt man hier nochmal 50 in den Rachen geschoben. Und tatsächlich, hier ist ein Karosserie-Shop. Das war jetzt ein guter Zufall. Na, jedenfalls, diese Nachrichten kriegen wir ständig und die verraten uns theoretisch auch so grob, wo wir hin müssen für die Shops. So, willkommen im Bayview-Karosserie-Shop am Hotel Plaza. Okay, das ist aber dann ein anderer nochmal. Also müssen wir den anderen hier in Beacon Hills East wahrscheinlich trotzdem noch finden. Wie der von deiner Mama aussehen soll, musst du hierher kommen. Hier gibt's das gesamte optische Tuning. Schürzen, Spoiler, Schweller und noch mehr. Was hast du denn gegen das Auto von meiner Mama? So, hier können wir die schönen Teile kaufen. Frontstoßstangen, Heckstoßstangen. Wir haben 1425 insgesamt. Was kostet uns denn so ein Teil? 300. Oh, je, das ist aber teuer. Ist die Frage, wollen wir ein bisschen was dran tunen oder ist uns das zu teuer? Heckschussstangen. Ah ja, hier schön fetten Grill. Die Grillsaison ist eröffnet, meine Freunde. Oh, Rückleuchten dürfen wir sogar auch schon machen. Wobei ich ja sagen muss, dass ich die originalen Lampen vom 240 SX eigentlich ganz nice finde. Wenn, dann würde ich noch diese nehmen. Die sind nämlich sehr ähnlich, aber auch in diesem Stil, aber noch ein bisschen anders. Die können wir mal reinbauen. So, Außenspiegel geht noch nicht, Felgen geht schon. Oh. Aber Enkai darf ich noch nicht. Ich mag ja Enkai gerne, wisst ihr ja. Also wir haben natürlich viele Felgen tatsächlich, die wir auch aus Underground 1 schon kennen. Das ist eigentlich ganz lustig. Die haben tatsächlich Sachen übernommen einfach. Jetzt muss ich natürlich erstmal schauen, was mir da gefällt. Das ist gar nicht so leicht immer mit dem Tunen. Da ist immer die Frage, was gefällt einem. Bauen wir doch mal die ein. Superleggera. Warum denn nicht? Und wenn schon, denn schon. Dann natürlich groß. Ich weiß jetzt nicht, was ich dafür bezahlt habe schon wieder. Aber gut. So, Felgen. Carbon geht noch nicht, Kotflügel geht noch nicht. So, das heißt, das Einzige, was wir noch machen könnten, sind tatsächlich die Schürzen. Dann machen wir die, auch wenn das Geld kostet. Wir müssen unser Geld eh wieder neu verdienen. Was gefällt mir denn? Also, der Grill gefällt mir nicht so gut. Das gefällt mir auch nicht so gut. Ich würde sogar eher das Klassische hier nehmen. Ace, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und hinten können wir von mir aus auch Rohan nehmen. Das finde ich dann ganz schick noch. Und jetzt haben wir nur noch 175 und das reicht leider nicht mehr für Seitenschürzen. Jetzt haben wir wirklich unser gesamtes Geld schon verballert. Ich dachte, wir hätten viel angespart, weil wir da schon Rennen gefahren sind. Aber es ist quasi gar nichts. Ja? Wir haben ein bisschen was gemacht und schon sind wir pleite. Aber damit haben wir schon mal ein bisschen sieht er schon nicht mehr so aus wie der von unserer Mama. Ne, wir haben schon hinten was. Oh ja, dicke Schürze, die ist gar nicht so klein. Vorne was und Felgen haben wir auch schon. Die Felgen finde ich auch gar nicht so schlecht. Die sind eigentlich gar nicht so schlecht. So, also damit haben wir tatsächlich auch hier so einen Shop gefunden. Jetzt haben wir allerdings noch theoretisch einen Lack- und Dekor-Shop. Haben wir ja schon einen Tuning-Shop in El Norte und einen Karosserie-Shop in Beacon Hills East. Also wir müssen mal ein bisschen darauf achten, wenn da oben Sachen stehen, dass wir da versuchen, das zu finden. Und natürlich auf Lampen achten. Ich bin da. Man hat da nicht so das Auge drauf, wenn man rumfährt. Ihr habt da mehr ein Auge drauf. Aber wenn man so durch die Gegend fährt, dann achtet man nicht so drauf.
und übersieht schon mal so ein farbiges Licht, aber ich versuche es zu sehen. So, dann können wir jetzt eigentlich ein Rennen fahren. Drift habe ich jetzt noch nicht so Lust. Ich hätte, glaube ich, als allererstes Lust auf ein Drag oder Drift, Sprint. Das ist beides da oben. Wir fahren einfach mal in die Richtung und dann fahren wir einfach beides. Wir fahren ja sowieso mehrere Sachen. Also Drag auf jeden Fall gerne und auch Sprint gerne und Rundkurs auch. Drift würde ich dann vielleicht beim nächsten Mal machen. Da habe ich jetzt noch nicht so Bock drauf. Warte mal, da ist noch eine Abkürzung. Da gibt es doch bestimmt auch irgendwas Schönes drin. In der Abkürzung, oder? Hat doch bestimmt einen Grund, dass es die gibt. Nein, kein Geld und gar nichts. Ah, da ist aber unser Rennen sowieso. Das heißt, wir waren eh richtig hier. Na gut. Hey Kumpel, das wird der Hit. Wenn du glaubst, dass du deine Karre da in Schach halten kannst, dann roll schon mal zur Startlinie vor. 250 kriegen wir dafür. Na gut, kannst du dir nicht mal eine Schürze von kaufen. Okay, Mann. Also, Street Track ist eigentlich die Grundlage für das, was wir machen. Weißt du, der Trick ist die richtige Drehzahl. Du kannst die anderen nur stehen lassen, wenn du im richtigen Moment startest und mit Speed in Führung gehst. Aber wenn du zu langsam bist, hast du schon verloren. Nach dem Start kommt das Schalten. Das Geheimnis dabei ist der perfekte Schaltpunkt, weil du nur da die maximale Power hast. Wenn du den Gang zu früh oder zu spät reinwirfst, dann ist das Rennen schon so gut wie gelaufen. Wenn dich ein anderer Typ überholt, bleib cool und fahr in seinen Windschatten. Da kannst du Speed aufbauen und ihn dann wieder kassieren. Oh Mann, das ist sowas von lässig. Bist du bereit? Okay, dann zeig, was du kannst. So zu reden ist halt heute sowas von nicht mehr lässig. Oh Mann, das ist ja sowas von lässig. Stellt euch mal vor, jemand würde heute so reden, ey. Meine Güte. So, wir haben sogar einen guten Start hingelegt. Oh, er schaltet nicht. Oh Gott, hat er meine Tastaturbelegung etwa nicht übernommen oder was? Moment, Freunde. Ja, er hat es tatsächlich umgelegt. Also hochschalten mache ich gerne mit A und runterschalten mit Y und Nitro habe ich gerne auf N. Könntest du das mal bitte speichern, dass ich das nicht nächstes Mal wieder einstellen muss? Danke. Ach guck mal, der Text ändert sich auch. Man nennt dich also den 14-Sekunden-Mann, weil dein Schrotthaufen so lange braucht, bis er überhaupt losfährt. Naja, bis du begriffen hast, was hier abgeht, feiern wir im Ziel schon eine Party. So, noch ein 240 SX und noch ein 240 SX und ein Corolla. Na, sexy. Fast wäre ich perfekt gewesen. Okay, der war zumindest gut. Ja, komm schon, zieh. Ah, ich bin noch zu früh. Ich bin jetzt von Underground 1 noch gewohnt, dass der Gang nach oben schießt. Aber wir haben natürlich noch keine Leistung, deswegen dauert das eine ganze Weile, bis das Blaue wechselt ins Grüne. Können also ganz entspannt schalten eigentlich. Ja, und da ist er wieder im Grünen. Herrlich. Wie schnell sind wir überhaupt schon? 190 machen wir schon hier. Meine Güte, gar nicht so langsam. So, ich glaube, den sechsten Gang haben wir nicht mehr, aber es macht doch nichts. Wir gewinnen das jetzt hier. Heieiei. Und dann haben wir plötzlich übelst die Leistung, um mir fette Donuts zu drehen. So viel Leistung hat das Auto leider gar nicht. So, wir kriegen 200 Ruf, wir kriegen 250 Geld. Also das hat doch gut funktioniert. Wir haben eine neue Nachricht. Gib deinem Wagen einen extra stylischen Touch mit den neuen Autoglasfolien. Jetzt sind allen Spezialteile-Shops und Baby zu haben. Okay, nice. Haben wir was freigeschaltet mit dem Rennen. Also, das erste Drag-Rennen haben wir geschafft. War wirklich, ja, ein ziemlich leichter Sieg, muss man sagen. So gefällt mir das. Und dann haben wir jetzt hier in der Nähe ein Sprintrennen. Da habe ich Bock drauf. Sprint fahre ich gerne. So, hier ist noch so eine Infotafel. Das haben wir auch wieder ein. Ich weiß aber nicht... Fahr zum großen Stadion neben dem Freeway. Von da aus ist es nicht mehr weit bis zu einem der Spezialteile-Shops. Das Stadion liegt im westlichen Bereich. Okay, ich schreibe es mir auch nochmal auf. So, westlicher Bereich, Stadtkern, großes Stadion, Spezialteile-Shop. Alles klar, dankeschön. Ja, also das sind die Hinweise, die man eben vom Spiel kriegt. Man könnte es auch jetzt einfach googeln, aber ist ja ganz lustig, das mal so zu machen, wie das Spiel einem das eben vorgibt. Weil damals, 2003, 2004, als man diese Spiele zu Hause gespielt hat, ich zum Beispiel hatte zu Hause noch kein Internet zu der Zeit an meinem PC. Das heißt, da war nicht mal eben googeln, wo ist das denn, sondern musste ich eben mit den Infos arbeiten, die das Spiel mir gegeben hat, um diese Shops zu finden. Oder musste halt Freunde fragen, die es vielleicht schon gespielt haben oder so. Na gut, wir fahren einen Sprint. Sprintrennen erfordern schnelle Reflexe, eine falsche Bewegung und du bist Geschichte. Viel Glück, du wirst es brauchen. Ich lade dir die Karte hoch. 250 kriegen wir wieder. Ein Opel fährt mit. Jawohl, und ein kleiner Peugeot. Und ist das dahinter ein MX-5? Ja, ne? Und da zieht der 240 SX nach vorne. Gott, wir sind so langsam. Wenn man das mal vergleicht mit dem Nissan 350Z, den wir da gefahren sind von Rachel, sind wir so lahm unterwegs jetzt. Aber ist okay, es geht auf jeden Fall klar. Das ist ja in echt jetzt kein langsames Auto. Wir fahren jetzt schon 130. Das ist in echt
in der Innenstadt ein ziemlich ordentliches Tempo. Aber man ist eben bei solchen Spielen mehr gewöhnt, ne? So, wo sind denn unsere... Haben wir Gegner oder was ist mit denen? Wo sind die denn? Jungs, kommt ihr mit oder fahre ich alleine hier? Ich dachte, wir fahren gemeinsam ein Rennen. Und dann ist plötzlich keiner mehr hinter dir. So haben wir das gerne. So, ich glaube, wir können hier abkürzen. Das machen wir auch. Da geht's aber nochmal quer rum hier. Ja, ich freue mich natürlich, wenn wir dann irgendwann auch die ersten Leistungsteile kriegen. Ja, also wir haben ja schon optisch echt ein bisschen was schon gemacht, direkt am Anfang mal. Was gut ist, ja, dass man mal ein bisschen hier so Stoßstangen und so, habe ich ja gerne. Aber früher oder später kriegen wir hoffentlich auch mal ein bisschen Leistung, dass wir ein bisschen schneller unterwegs sind. Wir werden natürlich auch wieder das Auto wechseln irgendwann. Bei Underground 1 habe ich ja versucht, möglichst viele Autos zu fahren. Wir sind eigentlich alle Autos gefahren im Spiel, die ich gerne fahre. Nur die nicht, die ich eben selber nicht so mag. Und das werden wir hier auch versuchen. Wir müssen natürlich ein bisschen schauen, wie es mit dem Geld hinhaut. Wenn wir nicht genug Geld haben, dann machen wir das auch nicht. Aber ansonsten bin ich gerne bereit, auch verschiedenste Autos zu fahren. Ich hätte Bock auf einen Supra, auf einen 350Z, auf einen Mazda X8, den wir hier im Spiel haben. Den hatten wir in Underground 1 nicht, da hätte ich Bock drauf. Also verschiedene Autos. Mal sehen, was sich anbietet und was uns anlacht. Ich lasse mich überraschen. Aber erstmal werden wir jetzt uns hier den Sprint-Sieg holen. Ja, okay, es ist aber gar nicht mehr so weit weg gewesen. Das ist okay. Ein Corsa. So, 200, 250, das bleibt beim Alten. So, haben wir noch Zeit für was? Ja, ne? Wir haben ja auf jeden Fall hier noch, warte mal, wir haben hier ganz in der Nähe... Ach, ich mache immer das falsch, ich muss M drücken. Wenn wir ganz in der Nähe noch das Rundkursrennen, dann wäre ich natürlich dafür, dass wir das jetzt auch noch eben fahren, weil das hier ist. Und dann haben wir es genau so gemacht, wie ich es mir gewünscht hatte, nämlich diese drei Rennen zu fahren und dann fahren wir den Drift dann beim nächsten Mal. Der erste Part war ja ein bisschen länger, den hier machen wir heute mal nicht ganz so lang wie den ersten. Der war ja über eine halbe Stunde. Warte mal, ich schaue mich lieber immer um, ne? Ach so, hier ist es schon. Ich wollte mich jetzt gerade noch umschauen nach anderen Sachen. Nee, hier ist schon unser Rennen. Ich mach's kurz, du gibst dein Geld und wir geben dir die Streckenkarte. Also, Bock auf ein paar heftige Rennen. So, 250 gibt's hier. Ei, das ist alles so wenig, 250. Haut doch mal ein bisschen Kohle auf den Tisch hier. Mensch, Mensch, Mensch. So, wir fahren ein kleines Rundkursrennen. Jetzt haben wir hier einen Geweih-Fokus und einen Geweih-Corsa dabei. Der eine Fokus da, der hat ja noch ganz guten Geschmack, aber die anderen beiden... Also ich persönlich... Was macht ihr denn, Jungs? Ich persönlich bin ja sowieso kein Fan von diesen kleinen Wagen. Ja, so ein schön getunter Golf, okay, das kann man vielleicht noch machen. Aber insgesamt mag ich hier sowas, so ein 240 SX, viel lieber als ein Fokus oder ein Corsa oder so. Und wenn man dann auf diese Dinger noch hinten so einen fetten Spoiler drauf baut, dann ist richtig... Dann ist richtig hässlich, ne? Aber gut. In dem Spiel baut man eben auch auf diese kleinen Autos sowas drauf. Auch wenn es scheiße aussieht. Deswegen fahre ich halt diese kleinen Autos erst gar nicht, weil da müsste man auch dieses Zeug drauf bauen. Und das möchte ich nicht. Deswegen fahren wir hier den Nissan. So, schöne kleine 3-Runden-Rundkurs. Sollte zu schaffen sein. Mal sehen. Also diese steilen Kurven hier, ne? Jetzt hier wieder 90 Grad nach rechts. Die mag ich gar nicht gerne. Vor allem, wenn da Taxis warten hinter der Kurve, dann mag ich die noch weniger. Aber die da hinten haben auch Probleme. Also die erste Runde gehört schon mal uns. Das ist gut. 1:11:57. Das sollten wir doch noch toppen können in der zweiten Runde, oder? Ja, und wir werden jetzt ein bisschen Underground machen. Also ich versuche natürlich Underground 2 auch wieder täglich zu bringen. Wenn es mal nicht klappt, dann klappt es mal nicht. Dann sorry dafür. Ah, guck mal, hier links ist, glaube ich, ein Tuning-Shop. Body-Shop stand da dran. Ich glaube, das ist ein Shop. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, ja, gerade so noch gut um die Kurve gekommen. Also wir versuchen es täglich. Wenn es nicht klappt, dann ist es halt so. Ne? Mal sehen. Ich versuche mein Bestes und, ja, das habe ich bei Underground 1 ja am Anfang auch schon erzählt, dass wir vielleicht danach Underground 2 machen. Jetzt kann ich hier auch schon erzählen, dass wir vielleicht danach ja noch Most Wanted 2005 machen. Ich hätte auf jeden Fall Lust drauf, aber das hängt auch dann wieder davon ab, ob es läuft, ob die Leute Lust drauf haben. Mal sehen. Nichts ist versprochen, aber es könnte gut sein. So, für uns geht es aber jetzt erstmal in die dritte Runde hier. Eins nach dem anderen, ne? Jetzt fangen wir gerade erst mit Underground 2 an und ich denke schon über Most Wanted 2005 nach. Eins nach dem anderen, Balle. Ich glaube ja, dass es hier so war. Bei Underground 1 haben wir diese fette McDonald's-Werbung. Und ich glaube, Underground 2 hat Burger King-Werbung.
Ich weiß nicht, ob dann Burger King einfach 2004 mehr bezahlt hat und McDonald's 2003 mehr bezahlt hat. Vielleicht haben die auch die Werbung gesehen, Burger King, und haben gedacht, nee, also beim nächsten Spiel, da werden wir uns die Werbeflächen kaufen. Keine Ahnung, wie genau das funktioniert hat. Ja, wir fahren eigentlich ganz ordentlich hier. Greg, Dave und Veronica haben da hinten jetzt nicht so die Chance gerade, ne? Wenn wir jetzt am Ende das nicht noch versemmeln, sollte das auf jeden Fall ein locker flockiger Sieg werden. Mann, die Kurven sind aber auch böse hier. So, komm schon, zieh, und dann haben wir das. Wunderbar. 3 Minuten 12, 48. Und wir kriegen wieder 200 Ruf und 250 Geld. Das gefällt uns, wir gehen zurück. Damit haben wir wieder eine Nachricht bekommen. Hörst du das? Setz dich mit unseren völlig neuen Auspuffblenden von der Masse ab. Erstklassige Auswahl in allen Karosserieshops und Baby. Oh, Auspuffblenden. Ja, wir haben ja schon zwei Röhrchen da unten. Die sehen ja schon gar nicht so schlecht aus, aber vielleicht gibt es ja noch mehr. Also ich wüsste ja ganz gerne, wo wir unterwegs waren jetzt gerade bei dem Rennen, weil da war irgendwo so ein Bodyshop, glaube ich. Und dann haben wir angeblich auch noch in El Norte, warte mal, Stadion sollen wir ja auch fahren. Spezialteile-Shop beim Stadion sollen wir ja auch... Okay, wir fahren mal hin, mal gucken. Angeblich gibt es ja hier irgendwie einen Spezialteile-Shop. Aber da hinten leuchtet es schon mal blau. Ach so, nee, das ist hier der... Nee, hier waren wir ja schon. Ah, da liegt aber noch Geld. Das können wir mitnehmen. Das hier ist ein... was war das hier? Megalow Parts, genau. Discounter für Tuning-Teile. Warte mal. Willkommen bei Megalow Parts. Hier findest du für den Anfang alles, was du fürs Tuning brauchst. Die Auswahl ist nicht berauschend, aber der Laden ist immer geöffnet und leicht zu finden. Immer geöffnet. Vielleicht siehst du ja irgendwas Brauchbares. Ja, okay, also ein bisschen, warte mal, können wir schon was einbauen? Tausch deine Serienteile gegen Nachrüstparts aus, um deinem Wagen mehr Power einzuhauchen. Wir können tatsächlich schon ein bisschen Leistung einbauen. Also wir haben hier schon die ersten Motor, ECU und Getriebe und Fahrwerk und Nitro sogar können wir auch schon einbauen. Stufe 1 jeweils. Die Frage ist, was wollen wir am liebsten haben? Sollen wir mal gucken, was uns was bringt. Also das bringt uns ein bisschen Beschleunigung. Beschleunigung bräuchten wir auf jeden Fall. Wow, okay. Was geht denn hier ab? Das bringt richtig viel. Das bringt ordentlich Höchstgeschwindigkeit und ein bisschen Beschleunigung hier. Das ist natürlich schon geil, hier so ein Standard-ECU-Paket. Was haben wir beim Getriebe? Ich baue dir ein Sportgetriebe und eine Schaltwegverkürzung ein und du wirst die Motorpower besser auf die Straße bringen. Okay, das bringt relativ wenig. Wie ist es beim Fahrwerk? Baue ein härteres Fahrwerk ein und deine Karre liegt in Kurven viel besser. Das bringt uns ein bisschen Handling dazu und legt den Wagen tiefer und beim Nitro... Die Portion extra Power, die du abrufen kannst, wenn du mehr Speed brauchst. Na gut, also Nitro ist natürlich immer nice to have, aber was richtig krass viel bringt, ist ECU. Deswegen würde ich sagen, bauen wir das erstmal ein Standardpaket. Das kostet uns 680, die haben wir. Also rein damit. Herstellerauswahl, ich glaube aber, dass das gar keinen Unterschied macht. Deswegen nehmen wir einfach irgendwelche Teile, die mich anlachen. Ist mir total egal eigentlich. So, damit haben wir das installiert. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon viel mehr Höchstgeschwindigkeit. Und die anderen Teile, ja gut, das kostet auch alles ein bisschen viel hier. 800 haben wir auch nicht mehr. 600 auch nicht. Nitro kostet auch zu viel. Okay, wir haben leider kein Geld mehr für irgendwas anderes. Dann gehen wir zurück. Aber zumindest ECU einzubauen war schon mal, glaube ich, ganz gut. Also das hat auf jeden Fall zumindest auf den Balken viel gebracht. Die Frage ist jetzt, ob es auch, auf der Strecke was bringt, wirklich. Oder ob es nur auf dem Papier was bringt. Aber das sah schon so aus. Ja, danke. Das sah schon so aus, als würde es richtig was bringen, leistungsmäßig. Also ich bin gespannt. So, gelb zeigt nach rechts, auch wenn ich eigentlich gedacht hätte, es geht nach links. Wartet mal. Tuning Shop befindet sich neben dem Burger King. Mit R drin. Ein blaues Licht kennzeichnet den Eingang, ja. Jetzt sind wir natürlich doch noch zum Drift gefahren. Jetzt könnten wir eigentlich auch den Drift eben noch machen. Jetzt haben wir gerade ein bisschen Leistung reingetuned. Einer der Lack- und Dekor-Shops befindet sich nördlich der Casinos. Ey, wir haben so viele Hinweise. Ich muss das irgendwann mal in Ruhe dann. Sollen wir den Drift jetzt einfach noch eben machen? Ja, dann wird halt auch der zweite Part ein bisschen länger, mein Gott. Dann fahren wir halt noch einen Drift, komm, Jungs. Ja, nicht kleckern, sondern... Hey Junge, überleg dir gut, ob du zu dem Drift hier antrittst. Heute geht's nämlich zur Sache. Bist du hart genug drauf, um mitzumachen oder was? Ja, gerne, gerne, gerne. Okay, ich sag dir was. Beim Driften zählen nur Style und Kontrolle. Merk dir diese drei Worte. Gas, Lenken, Handbremse.
Das sind die Facts für die Manöver, die dir am Ende die fetten Punkte einbringen. Übertreib's nicht mit dem Bremsen, denn je schneller du bist und je mehr Drifts du auf die Straße zauberst, desto mehr Punkte kassierst du. Und diese Punkte bestimmen deinen Multiplikator. Der wiederum beeinflusst die Punkte für deinen nächsten Drift, also muss er möglichst hoch sein. Wenn du das alles raus hast, kannst du anfangen, deine Drifts ineinander übergehen zu lassen. Mach aus deinen Drifts einen endlosen Slide und dir wird schwindelig, wenn du deinen Punktestand siehst. Okay, wenn du meinst, dass du es drauf hast und du richtig was reißen willst, fahr mit deinen Reifen über die Außenspuren. Je mehr Reifen du auf der Spur hast, desto mehr Punkte. Nur von Mauern solltest du dich fernhalten, sonst sind deine Punkte futsch. Dann kommen wir jetzt zur Sache und machen die Straßen unsicher. Gerne machen wir die Straßen unsicher. Also diese Intro-Videos sind so süß und so peinlich einfach nur, aber es ist egal. So, jetzt schauen wir mal, ob der Nissan 240SX auch quer gehen kann. Wir haben halt noch nicht so viel Power. Jetzt haben wir die Frau einfach überfahren. Wir haben halt noch nicht so viel Power. Deswegen ist es die Frage, ob wir damit schon... Ja, ob wir damit schon genug Speed überhaupt kriegen, um ordentlich um die Kurve zu driften. Die fahren auch mehr, die driften auch nicht wirklich da, die Kollegen. Ja, wobei doch, wenn wir nicht richtig bremsen mit der Handbremse, sondern einfach nur lenken, dann geht es schon. Dann kriegen wir sogar hier ordentlich Punkte. Ja, doch, das geht schon. Das geht schon. Man darf nur nicht so viel bremsen. Ich bremse eigentlich gar nicht, ich lenke nur. Die große Neuerung natürlich gegenüber Underground 1 ist, erstens, wir driften hier im Stadion. Und zweitens, vor allem, wir haben Gegner mit auf der Driftstrecke. Das haben wir bei Underground 1 halt gar nicht, sondern die sind dann immer nur eine Zahl gewesen oben. Und jetzt sehen wir die tatsächlich auch mit auf der Strecke. Oh, wir sind sogar nur Zweiter geworden. Alles klar, dann fahren wir das nochmal. Ja, das ist halt so die große Änderung vor allem, dass man halt mit allen Leuten gleichzeitig auf der Strecke ist. So, wir versuchen natürlich ein bisschen das Orangene mitzunehmen. Problem ist, wir dürfen auch nicht zu weit zurückfallen, sonst könnte man ja jetzt meinen, wir driften einfach hier hinten so ein bisschen in Ruhe rum. Denn wenn die im Ziel sind, dann müssen wir auch ins Ziel relativ bald, sonst gibt's da Probleme. Warum musste ich den jetzt in die Wand semmeln? So, ich drifte halt nicht besonders gut, leider. Auch in Underground 1 schon nicht. Die Frage ist, ob es mit dem letzten reicht. Ja, es reicht. Jetzt haben wir gewonnen. Vor allem dank dem letzten Drift. Der letzte Drift hat uns noch gerettet. Da sind wir so gerade noch zum ersten Platz gedriftet. Also ich glaube, die Drifts werden auch schwer für mich schon eine Herausforderung werden. Aber die werden leichter, wenn wir ein bisschen mehr Power haben. Wir haben einfach zu wenig Leistung, um da richtig um die Kurve zu schmeißen. Und damit haben wir auch den Drift tatsächlich noch gemacht, auch wenn ich es eigentlich nicht machen wollte. Mann, du hast ja für fetten Wirbel gesorgt. Eine ganze Reihe Firmen hat Interesse angemeldet. Also, qualifizier dich für die Underground Racing League, von der ich dir erzählt habe. Kein Verkehr, keine Straßen, nur dein Talent. Findet alles auf einer abgesperrten Privatstrecke statt. Wenn das geklärt ist, werde ich als Agentin für dich arbeiten. Ich krieg einen Teil von deiner Kohle und dafür weißt du immer, was angesagt ist. Rachel, hey, ich höre gerade auf dem Funk, dass die Straße nach Beacon Hill jetzt frei sein soll. Da gehen bestimmt bald die ersten Rennen ab. Fahr mal hin und fordere dein Glück heraus. Alles klar. Okay, dann haben wir jetzt tatsächlich noch neue Rennen auf der Karte. Wir haben ein neues Gebiet freigelegt. Also, wir haben dann doch wieder mehr gemacht, als ich eigentlich machen wollte. Leistungsteile, optisches Tuning, ganz verschiedene Rennen, alle verschiedene Modi, einmal quer durchs Beet. Und ich hoffe, euch hat es wieder gut gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen. Wir kriegen... Schon gehört? Der Tunnel nach Beacon Hill ist freigegeben. Hab ich schon gehört, solltest ja. Solltest du mal vorbeischauen. Bis später. Ja, bis später, mein Schatz. Mua, hab dich auch lieb. Sie hat uns jetzt schon gesagt, sie wird uns als Agentin für uns arbeiten. Meine Liebe, da muss ich aber noch, da habe ich auch ein Wort mitzureden. Wenn ihr Bock habt, seid ihr morgen wieder mit dabei. Ich würde mich freuen. Aber heute ist erstmal Schluss. Euch einen schönen Tag und alles Gute. Euer Walle aus Underground 2. Bye, bye. Bam, balam. Bam, balam.